Geschuftet, Sklaventreiber. Ja, an der Stelle habe ich doch Nupa das letzte Mal stehen gelassen. Ich bin ein bisschen müde. Schlaf. Ja, wir gehen ja gleich schlafen. Also ja, wir gehen erstmal zum Händler und gehen dann schlafen. Was gibt's Neues? Hast du uns noch was zu erzählen, wenn wir schon auf der Seite sind? Ich wünschte, die Lage hier auf dem Bauernhof wäre besser, aber wenigstens sind wir keine Bergacke weiter. Was könnte besser sein als diese unverdorbene Pastarole-Umgebung? Wo liegt der Unterschied? In jedem Fall verbringt ihr eure Leben mit den Händen im Dreck. Nee, fragen wir danach. Nun, wenn wir die Ernte hätten, würde uns das schon helfen. Seht ihr diese verkrusteten Erdhaufen? Das sind alles Überreste von der Ernte des letzten Jahres. Die Sonne hat sie erhärtet und der Flug zerbricht schon beim bloßen Gedanken ans Umflügen. Dieses gemarterten Bodens. Mein Sohn hat versucht, die neue Saat zwischen die Ritzen zu stecken, doch da wird wahrscheinlich trotzdem nichts wachsen. Nächstes Jahr um diese Zeit werden wir alle in den endlosen Elendsvierteln von Alt-Katla leben. Also ja, ich wünschte in der Tat, dass die Lage in dieser unberührten ländlichen Gegend besser wäre. Ja, das ist nicht schön mit anzuhören. Also selbst die Bauern haben an dem Eisenproblem zu zahnen. Du bist Lal, du bist nicht Nupa. Steht Nupa wieder an der Brücke vielleicht? Ja. Wie wäre es jetzt? Weißt du was, jetzt gehen wir mal Nupa auf die Nerven, jetzt wo wir Dünner hier haben. Ja, nein. Nein, wir wollen dich immer noch nicht mit Stein bewerfen. Wenn wir das hier nämlich lange genug machen, auch wenn es billig ist. Na, eure Geduld möchte ich haben, da fällt mir nichts mehr ein. Kriegen wir gleich mal 400 Erfahrungspunkte. Was wollt ihr? Was eine neue Stufe für Imoin bedeutet. Eine Stufe höher. 15 Punkte in Schlösser öffnen, 5 Punkte in Fallen entschärfen. So. Und das steigern wir dann immer ein bisschen gleichmäßig. Naja, vielleicht gebe ich auch mal 5 Punkte in List zwischendurch. Einverstanden. So. War gut. Oh, Edwin. Der wird nicht erfreut sein, Dünner hier zu sehen. Er stört mich schon wieder. Ihr Narren, ich hatte euch gesagt, dass ich zurückkehren werde. Jetzt werde ich zu Ehren von Tai eurem Leben ein Ende setzen und damit die armseligen Ziele, die ihr und diese Hexenfreundin hatten, ins Jenseits befördern. Er ist also ein roter Magier von Tai. Das ist nicht so schön, aber er dürfte nicht viel können. Nein, er kann wirklich nicht viel. Er hat aber Geld dabei und eine Stabschleuder. So, da kannst du schon mal deinen Dolch wieder haben. Weil ich glaube, mit Stäben kommt sie etwas besser klar. Nö, nur mit Geschosswaffen. Auch gut. Trotzdem ist es besser, wenn sie einen Stab benutzt. Da hat sie wenigstens etwas Reichweite. So, Nupa sind wir losgeworden. Das hier ist eine Taverne zum rübsenden Drachen. Nein, eine Taverne wollen wir nicht besuchen. Wir haben im Augenblick keine Lust zu trinken. Wir sind schon alle müde, nämlich. Ich will erst einmal... Also erst einmal will ich Zeug verkaufen, dann ausschlafen und dann mich in Rest von Nashkel umsehen. Und mich auch, wenn es möglich ist... in den Gebäuden umhören. Geht mir aus dem Weg, ihr ewig stinkender Schwachkopf. Ja, die Leute hier sind ganz schön höflich. Und haben auch eine tolle Synchro als Übersetzung.
So, Laden von Naschke. Der wird sich jetzt freuen, dass wir ihm einen Haufen Eisen bringen. Nicht schlechter als das. Schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Ja, wir können aushelfen. Wir haben Kurzschwerter. Nein, 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 das Bastardschwert nicht. Ein paar Haufen Sonnensteine, noch mehr Kurzschwerter. Ander, Kurzschwert, Kurzschwert, Kurzschwert. Die Schriftrolle behalten wir. So. Kurzschwert, eine Blausteinheizkette, Kurzschwert, Kurzschwert. Odix-Ringe, Luchsaugen. Kurzschwerter, ein Feueropalring ist einiges wert. Oh. Aber er ist nichts Besonderes, also können wir ihn ruhig verkaufen. Lederrüstung, Kettenhemd, braucht auch keiner hier mehr. Minsk hat ja den Ankeck-Panzer an. Ein wahrer Glückstreffer. So. Und hier noch verkaufen. Na, auf den Schwerter, so. So. Haben wir schon fast genug Geld, um uns das Schild zu kaufen. Aber mit dem Schild warten wir eh noch eine Weile. Dadurch, dass es ja billiger wird. Rüstung, Freundschaft, das kann alles weg. Solche Zauber brauchen wir gar nicht wirklich. So. Gut, was wir brauchen ist eine Schleuder. Die weiter oben ist hoffentlich. Genau, eine Schleuder für ein Gold ist ja sehr teuer. Und dann sollten wir mindestens 6 Stacks Schleuderkugeln kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Pfeile brauchen wir auch mindestens 9 Stacks. 4, 5, 6, 7. 8, 9. So, wie viel kostet das Schild jetzt eigentlich? Können wir gleich mal gucken. Jetzt kostet es noch 2400. Vorher waren es, glaube ich, 2540. Oder sowas in dem Dreh rum. So, das heißt, wir haben Pfeile für Imoin. Und zweimal Ersatzpfeile, also 2 Köcher voll Ersatzpfeile. Das hier ist ja mehr oder weniger der Köcher, den sie hat. Und das sind 2 Köcher Ersatz. Und sie kriegt genauso Schleuderkugeln. Farblich verändern die sich nicht. So. Und bei ihr kommen die Schleuderkugeln hier vorne hin. Da sie ja nur, glaube ich, 1 Angriff hat, während sie schon 2 Angriffe hat. Mit einem ETW von 20. Was nicht gerade viel ist. Gut. Du gibst das Schwert sicherheitshalber mal an Minsk weiter, da ist es nicht im Weg. Langschwert, Bastardschwert, Gegengifte, wenn man sie braucht. Ansonsten sieht alles okay aus. Trank der Kälte, den bräuchten wir eigentlich nicht. Kaufst du uns den ab? Hat immer recht. Nein, den kaufst du uns leider nicht ab. Was? Nichts leichter als das. Obwohl, falls wir gegen einen Winterwolf kämpfen sollten, können wir den ja benutzen. So, aber jetzt erst einmal ins Wirtshaus einziehen. Ja, beinahe unter meiner Würde. Ich glaube, wir gucken uns erst einmal hier noch ein bisschen um. Meine klaren Worte auf mich. Das scheint das Zimmer des Wirts zu sein. Meine da sollten wir nicht so öffentlich reinlatschen. Und das hier sind einfache Zimmer. Also ja, das, man hat ja schon von draußen gesehen, dass das Wirtshaus nur einstöckig ist. Das heißt, in einem Wirtshaus sollten wir eh nicht auf die Idee kommen, irgendwas zu klauen. Also immerhin schön die Hände bei dir behalten. So. Ratten gab's hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. So, was habt ihr für mich heute? Trinken wir doch mal 2 Blutwein und ein Bockbier.
Und ein bisschen Schattenbräu. Naja, hat er nichts Neues zu erzählen aus der Gegend. Wir ruhen uns einmal hin als Händler aus. Das dürfte allen genug Lebenspunkte geben, außer Yahira. Was wollt? Nichts leichter als das. So, Dyna hier, du kannst jetzt mal mit deinem Zauber die Geschicklichkeitshandschuhe identifizieren. Geschicklichkeitshandschuhe, die Kämpferhände. Dieses Paar Handschuhe wurde wahrscheinlich in Karatur entworfen und sollte Meistern der Kampfkunst als Hilfsmittel dienen. Legenden besagen, dass diese Meister aus dem fernen Osten die Handschuhe auf ihrer Reise mit sich führten, aber nähere Einzelheiten dazu sind nur bruchstückhaft. Geschicklichkeit auf 18 eingestellt. Wenn wir die Minz geben würden, hätte er minus 3, was ziemlich viel wäre. Das verändert, glaube ich, auch den ETW. Jetzt hat er einen ETW von 17, jetzt hat er immer noch einen von 17, okay. Bei ihm spielt es wahrscheinlich nicht so sehr ins Gewicht. Bei wem spielt es denn ins Gewicht? Du hast Geschicklichkeit von 14. Das verändert aber auch nichts an deinem ETW. Das ändert nur was an deiner Rüstungsklasse. Die macht es nämlich auf 0. Bei mir minus 2. Bei Khalid wahrscheinlich minus 1, genau. Khalid hat nämlich, er hat 16 Geschick. Ja gut, da bringt das nicht viel, 2 Punkte. Ich würde mal sagen, sie kriegt die. Weil ich glaube, Geschick macht auch was mit der Konzentration. Also mit dem Zaubern. Dafür waren ja, glaube ich, Bonuspriesterzauber Stufe 1 plus 2. Wie auch immer. Hier hatte ich nämlich doch irgendwo mal was gesehen. Trefferpunkte, Reaktionseinstellung, Geschosseinstellung, Reaktion. Wie auch immer. Ich hoffe einfach mal, dass das die richtige Entscheidung war. So, jetzt mache ich mal kurz hier einen Quick-Save, nachdem wir gerastet haben. Und gucke mich erstmal hier auf der Seite der Brücke fertig um. Und gehe auch dort mal in die Häuser rein, wenn ich rein darf. Also ich klopfe höflich und wenn jemand mich reinlässt, dann höre ich mich dort einfach mal um. Dann gehen wir in die Kneipe und hören uns da nach Gerüchten um. Und dann sehen wir weiter. Naja, dann geht's halt ab in die Minen von Naschke. Und ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Ja, es ist 21 Uhr. Der wievielte Tag? Der 10. Tag. Oh, wir sind schon 9 Tage auf der Straße. Unterwegs. Ja, das ist halt das Abenteurerleben. Ach, was ich noch gar nicht gesagt habe. Wir haben ja hier unten Edwin getötet, der ein roter Magier war. Tai, also ein roter Magier aus Tay. Tay ist ein Land weiter im Osten. Ich glaube, das liegt genau südlich von Rashemen. Also wo Dyna hierher ist. Also braucht man sich nicht wundern, dass sich die beiden nicht leiden können. Weil die Tay sind eine ziemlich miese Magiersekte. Mit denen man lieber nicht Freundschaft schließen sollte. Okay, das Farmhaus ist schon mal zu. Und wir brechen nicht bei Farmern ein. Sowas machen wir garantiert nicht. Weil wir haben ja schon gehört, dass sie nichts haben. Und sie noch um den letzten Rest ihrer Existenzebene zu bringen, auch wenn sie 3 Gold in einer Kiste draußen liegen lassen. Auch verschlossen, okay. Dann sind wir nicht so gierig. Ja, die Bauern hier müssen auch noch von was leben. Und Talisa ist ja eh ein neutral guter Charakter. Die tut also das Richtige. Auch wenn sie selber etwas zu zahnen hat. Naja gut, mittlerweile dürften wir gut über die Runden kommen mit 143 Goldmünzen.
Gute ist halt, wir müssen keinen Proviant kaufen. So, hier geht's weiter.